The LTR 1060, which weighs 49 tons. Das Gesamtgewicht des LRF 315 mit angehängtem LTR 1060 beträgt 764 Tonnen. The total weight. In der Mitte sehen Sie einen LRF 350, ein Kran mit 1350 Tonnen Tragfähigkeit. With the help of cross arms, which you probably will remember from our crane home. Wie Sie sehen, fahren nun alle drei Kräne parallel nach vorne und halten sich dabei LRF 350 fest. As you can now see, all the three cranes are moving forward and they all are attached to the LRF 350. 244 Tonnen. Now to release the rear crawlers of both of the cranes, both cranes have to lift the load. 665 Alle drei Aufbauer, wir fahren jetzt in sogenannten Running in so-called parallel mode, which means they are electronically coupled in order to move forward in the The crawler cranes, we've got four drives installed and currently two are operating, and that is why we are now seeing the crawlers moving. Entscheidend ist bei diesem Vorgang, wir zeigen die Parallelität aller Teile. Sobald etwas Schwenkzug auftritt, wird die Raupe, die jetzt einsam auf dem Fundament steht, gelenkt. As soon as, however, you have a stable foundation, which is underneath the crawler. Wir haben deshalb diese Fundamente sauber in das Wasser gebracht, als horizontal eingerichtet. Und dann diese Brücke gerade aufgelegt, die pushed to about 1600. We will now lift the LR 11350 with a total weight of 764 tons. Das heißt, jeder Kran hebt 382 Tonnen. Dies ist nur im Bergbetrieb möglich, das heißt, wir benötigen das Bergbetrieb. Aber wir haben uns für Sie hier etwas Besonderes ausgedacht. No, I'm sure you're familiar with this one, Eric Bellas. We will now dock the two LTR 1220 cranes to the slewing, to the rear of the slewing platform of the LR 1600. Die Schlingen werden angehängt. Um dies einfach zu ermöglichen, sehen Sie, haben wir den Ausleger steiler gestellt, sodass wir näher zum Kran hinfahren können. Now you can see that we right now have just engaged. Went up that small ramp. We had already lowered the boom forward. That was necessary because the entire counterweight is at the rear. And in order to bring the center of gravity forward, we had to lower the boom. Die beiden Krane LTR 1220 werden jetzt wieder nach vorne fahren und den Ausleger am Heck der Drehbühne abstützen. The two LTR 1220. Der Ausleger wird vorne nicht verbolzt, sondern er legt sich nur an zwei Punkten an. Und durch Anheben, durch die roten Schlingen, wird er sich vorne zentrieren. The front end of the boom of the LTR 1220 is not fixed in place by bolting or anything like that. It is just contacting the LR 1600 and then when the crane, the LTR 1220, Sie vorne ihre Haken haben und steigen auf die Ballastsuspension und ziehen wieder zurück. The two crane operators in the LR 1600 are now gradually lifting up the load which they've got at the hook in front and at the same time they're hochgelastet. Im Gegensatz zum Betrieb ohne Kerngetriebe, wo wir nur ein großes Ballast haben. Now, the increase of load capacity is brought back, then we've got fully equally distributed load acting upon the entire screwing ring, which is possible in the derrick load. Without the derrick load, we do not have that equal distribution. Beide
Now, if the 11, 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 11